Hier war das, hier war das. Gleich ist 9 Uhr. Man soll ja nicht meinen, dass ich nichts zu tun hätte. Die Zeit vergeht viel zu schnell an manchen Tagen. Das verlorene Buch. So. Mutti, ich bin fertig. Daddy, daddy, daddy. Emily schläft wahrscheinlich schon. Genau wie die Schweinefrau. Die schläft gerade auch schon. Besorgt ihr mal ein besseres Angebot. Zum Beispiel Kugelfisch oder so. Ja, da bin ich auch wieder dabei. Es ist so still ohne Musik. Ist das normal des Abends? Ich habe da nie drauf geachtet. Ich hoffe. Ansonsten habe ich wieder einen Bug in dem Spiel. Ich bin der Bug. Hardwood. Köder. Das war. Bob. Hey, bitte Leute, guckt euch das an. 156 Kupfer. Gold haben. Am wenigsten haben wir Eisen. Also, wenn wir noch was farmen müssen, ja, dann ist es Eisen. Definitiv. Snowyam. Könnte man ja mal überlegen, das Zeug in den Kühlschrank zu setzen. Mache ich einfach mal. Emily pennt schon. Ich bin da. Ist doch klar. Lass mal überlegen, wenn wir jeden Tag 2000 hinlegen, ja, dann sollten wir es in, ja, wie viel Tagen? 20? Ja. Etwas weniger wie 20 Tagen sollten wir das Zeug zusammen haben. Also quasi genau zum Ende des Winters sollten wir es zusammen haben. Aber dann ist unser Repertoire auch wieder fast auf Null. Craving for Cinnamon, Nutmeg, Clove. An Tagen wie diesen habe ich einfach Lust auf irgendwas mit Zimt. Und den anderen Spaß. Alles weiß ich leider auch nicht, tut mir leid. Cinnamon, was ist denn Nutmeg? Ist das vielleicht nur Snoobert? Würde ich jetzt so rein pauschal einfach mal sagen. Könnte vielleicht doch mal die Gießkanne ein bisschen hochstufen. Aber gut, das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Werd doch mal schneller erwachsen. So eine Ente wäre fein, so eine Ente. Das muss sein. Und ein lila Ei. Hey. Behindere nicht die Arbeit eines Farmers. Wie viele Einheiten Heu haben wir denn noch? 379. Ja. Ich glaube, ich habe vergessen, gestern die Mayonnaise wegzutun, ne? Sonst hätten wir nämlich direkt 2000 gehabt. Das ist nicht gut. Ich hab mein Pferd vergessen. Verflucht. Meine Frage ist ja, bleiben diese Dinger da, die Lampen, oder verfallen die auch genau wie der Zaun? Ich hoffe natürlich nicht, dass es so ist, aber nein. So, liebe Freunde. It's milk time. Was versteht ihr unter it's milk time nicht? Siehste? Alle wollen. Nur Haley nicht. Stures Weib. Dich krieg ich auch noch. Dich krieg ich auch noch.
Die muss noch Steuern bezahlen. Steuern in Form von Milch. Ja, Haley macht Probleme. Aber das Mädel kriegen wir noch im Griff. Glaubt's mir. Ich krieg die schon gebrandished. Nichts wie rein damit. Einmal das und... Ja, komm. Ach, da ist das Pferd. Ups. Auf zu Marni und Co. Dann geben wir ihm wieder was Leckeres. Ein Vitamin-Bang. Bong-Bongchen. War ja klar. Diesmal wieder in Timbuktu. Die Frau, hä? Ist das denn euer Ernst? Wo sind sie denn wieder? Emily. Was machst du da? Verfolge dich. Es ist schön, mal wieder das alte Haus zu besuchen. Ist so voller Erinnerungen. Tja. Hauptsache ist noch alles wie beim Alten. Tja, tja, tja. Aber deine Schwester sagt dir nicht Hallo. Tolle Schwester. Hallöche, Popöchen. Hallo, Mani. Tiere sind so unschuldig, so süß. Und wer würde schon nach ihnen gucken? Ich hoffe nur, meine Hühner sind nicht so sauer, wenn ich ihre Eier nehme. Mach dir nicht so viele Sorgen. Nimm den Mais. Danke dir. Mais erhöht die Stimmung. Fünf Sterne haben wir da schon. Haben wir bei Emily ein Herz verloren? Ich glaube, wir müssen ihr nochmal was schenken. Wo laufe ich gerade hin? Was wollte ich machen? Was wollte ich tun? Linus, genau. Louis, du machst auch alles außer arbeiten. Du klaust den Leuten nur die Arbeit. Beziehungsweise, nee, du klaust ihnen nicht die Arbeit, du klaust ihnen die Erträge. Hier. Das ist ein großartiges Geschenk. Ich danke dir. Es kann sehr kalt werden, wenn du in einem Zelt lebst. Ja, warum tust du das denn auch? Werd sesshaft, mein Freund. Werd sesshaft. Vielleicht sollte ich ihr nochmal einen Pfannkuchen schenken. Pfannkuchen? Was brauchte ich nochmal für Pfannkuchen? Ich glaube nicht so viel, oder? Emily! Jetzt Pfannkuchenzeit. Ich fühle die positive Energie dieses Geschenks. Dieses Gesülze von positiver Energie und Co., ne? Das treibt mich schon fast wieder in den Wahnsinn. Probieren wir es mal hier. Vielleicht haben wir hier mehr Glück auf den Katzenfisch. Ich höre hier gerade einen Vogel. Was soll das denn? Ich merke schon, wie es hier besser klappt, ja? Das ist die reinste Pracht. Aber auf Anhieb. Toll. Leute.
Ich musste überhaupt nichts tun. Das Ding hat sich einfach von selbst mitbewegt. Das ist cool. Das Ding gefällt mir. Ich muss überhaupt nichts machen. Wie geil ist das denn bitte? Das Ding ist so geil. Aber ich glaube, das klappt nur bei langsamen Fischen, ne? Ja, das klappt nur bei lang. Alter, was? Da hat man ja überhaupt keine Kontrolle, wenn das Ding da ist. Okay, merken. Bei schnellen Fischen ist das echt scheiße. Das gibt es nicht. Alter, was machst du denn? Ich habe da ja überhaupt keine Kontrolle drüber. Boah, das Ding ist noch schwerer zu kontrollieren mit dem Ding. Vergesst, was ich gesagt habe. Das Ding ist absoluter Kacke. Moment. Nein. Das Ding ist ja absoluter Rotz. Boah. Na komm. Fischi, 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 Fischi. Da kann man ja überhaupt nichts kontrollieren. Ja, schon bei Pieken hat man da Probleme. Wisst ihr, so wird das gemacht, du blöder Pfeifinger. Blip. Schubidubidu. Schubidubidu. Du, 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 du. Sehr Fisch. Ja. Da hat er mich unterschätzt. Da hat er mich unterschätzt. Und ich habe ihn rangezogen. Tja, Winterzeit ist die Angelzeit. Schubidu. Und jetzt kommt bitte ein Katzenfisch. Katzenfisch, Katzenfisch, komm auf den Tisch. Und wieder eine Pike. Das interessiert mich nicht. Vielleicht sollte man mal aus dem so einen kleinen Dünger machen. Ein Stück Driftwood. Emily, du läufst nur von A nach B. Ist dir das bewusst? Ich mache mir langsam Sorgen. Ein Perch. Irgendwann wird hier schon ein Katzenfisch auftauchen. Da bin ich fest von überzeugt. Nein! Okay, das könnte jetzt... Boah, das war aber knapp. Ich habe schon gedacht, das war's. Pass auf, der Fisch geht jetzt gleich ab wie Schmidts Katze. Und dann war es das. Oder auch nicht. Diese Pieken, ne? Das sind aber auch schon ein paar zähe Brocken. Das dürfte ein Perch sein. Wie ich es langsam herausfinde, ne? Tadadi. Na komm. Ja, das ist... keine Pike gewesen.